Draußen ist scheinbar schon alles angerichtet. Drinnen laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Es wird Zeit für das Stuttgarter Frühlingsfest. Am Samstag ist um 12 Uhr der Fassanstich mit Stuttgarts erstem Bürgermeister Michael Völl geplant. Danach soll an den 23 Frühlingsfesttagen das Bier fließen. Und das wird wieder einmal teurer und steigt pro Maß auf 10,30 Euro. Ein fairer Preis, meint Göggelismeier-Festwirt Karl Meyer. Von diesen 30 Cent, die wir da jetzt, oder 40, die wir da jetzt den Preis angehoben haben, im Vergleich zum letzten Frühlingsfest wohlgemerkt, bleibt für uns eigentlich fast nichts übrig. Im Gegenteil, an sich hätte man fast noch ein bisschen mehr erhöhen müssen. Immer wichtiger wird den Festwirten die Zeltausstattung. Investiert wird da vor allem in die Technik. Ich bin der Meinung, Beleuchtung ist das A und O, was Stimmung angeht. Und wir haben mittlerweile natürlich, wenn Sie sehen hier, diese Scanner an den Pfosten. Wir haben alle Kränze, die dimmbar sind, steuerbar. Jedes einzelne Beleuchtungsstück, was wir haben. So steuert Festwirt Meyer Teile der Lichttechnik über sein eigenes Smartphone. Ich kann die ganzen Leuchtkörper in den Logen, an den Bars, alles, was Sie hier sehen, übers Handy dimmen oder eben heller machen, um eben im Laufe des Abends der Stimmung ein bisschen gerecht zu werden. Wer das Frühlingsfest am Wochenende besuchen möchte, der muss bei den Einlasskontrollen mit erweiterten Wartezeiten rechnen. Ja gut, in den Zugangskontrollen des Platzordnungsdienstes wird es schon Stauungen geben an den Wochenenden. Aber ich denke, das Sicherheitskonzept, das gemeinsam von Veranstalter Stadt Stuttgart und von der Polizei entwickelt worden ist, wird Früchte tragen. Es werden die Abläufe am Zugang optimiert sein und es wird eigentlich alles getan, was möglich ist für die Sicherheit der Besucher. Rund 1,3 Millionen Besucher werden auf dem Frühlingsfest erwartet. Wenn das Wetter so gut bleibt wie zum Startwochenende, rechnen die Veranstalter sogar mit deutlich mehr Gästen.